2:1 gewonnen beim Hibernian FC und Mike Tulbeck ist bei mir und sagt mir gerade im Vorgespräch, der Puls ist noch hoch. Es gab ja auch allen Grund dazu, oder? Ja, ich bin doch immer entspannt, oder? Nein, also ich habe so oft gesagt, diese Saison Youth League, und das hat dann Tag mir heute bestätigt, wir spielen den hervorragenden Fußball. Und ich will gar nicht der Mannschaft von letztes Jahr mit dieser vergleichen, aber die Spielertypen sind anders. Also da ist ja dann einmal da oben, dann freuen wir uns kaputt drüber, dass die oben sind, dann spielen wir mit anderen und die haben andere Qualitäten. Aber das ist nicht so, dass wir, klar waren wir heute auf den Ball mehr als unser Gegner, hatten mehr Ballbesitz. Im Endeffekt muss man auch zugeben, in erster Halbzeit haben wir Schwierigkeiten gehabt, uns durchzusetzen, obwohl die Räume, was wir angesprochen haben vom Spiel, die waren da. Wir hatten keine Tiefe ins Spiel. Ich fand, dass am Anfang haben wir die Contents League abgesichert, das war ein Fokus von uns. Standards wollen wir vermeiden, haben wir auch nicht geschafft. Deswegen im Endeffekt war ich nicht zufrieden in der ersten Halbzeit. In der Halbzeit wurde sehr, sehr deutlich, ich glaube selten so deutlich, ein paar Spieler gegenüber. Unsere Offensivspieler, weil die haben keine Tiefe gehabt. Die wollen den ganzen Tag nur den Ball in Fuß haben. Und der Raum hat sich angeboten hinter die letzte 5. Ja, und dann wieder diese Umstellung aus 3-4-3. Und jetzt sprichst du gleich mit Henry, aber es ist einfach so erfreulich als Trainer. Es ist ein Innenverteidiger, Linksfuß. Und wir sagen dann, okay, du musst uns heute retten auf der linken Seite. Du kommst rein, du musst nur tief laufen, dann bringst du den Ball in der Box. Und wenn du eine Chance hast, schießt du auf Tor. Und dann schießt er mit seinem rechten Fuß das entscheidende Tor. Ich freue mich kaputt. Also es ist so schön, außer ein Spieler, da die letzten Jahre nicht so oft gespielt haben immer. Und einfach immer fleißig war im Training, hat nie ein Wort gesagt. So ein toller Junge, ich muss aufpassen, boah, aber so ist es mit Kindern. Da wird man so ein bisschen emotionell, weil das ist ja fast wie mein eigener. Und da freue ich mich sehr, dass am Endeffekt, dass wir so wieder heute so ein Spiel gewinnen können, einfach nur durch Herz, Leidenschaft und natürlich, dass der Plan hat gegriffen, diese 3-4-3 Umstellung im Ballbesitz. Die Jungs sollen einfach nur glücklich sein. Und dann freuen wir uns auf die nächste Runde. Jetzt ist Namdi gesperrt, Prinz vielleicht auch, aber am Endeffekt kommen wir, wie es kommen. Wir sind unsere letzte 16 in Europa mit den Jungs. Das ist schon mal nichts verkehrt. Haben Sie denn einen Wunsch jetzt fürs Achtelfinale, was den Gegner angeht? Mein Wunsch ist einfach, dass wir ein Spiel wieder bekommen auf Top-Niveau. Ein Riesendank auf unsere eigenen Fans. Das war nicht ein Zufall, dass ich auch zuerst dahin gelaufen bin, weil das ist für die Jungs hervorragend, so eine Unterstützung in Schottland zu bekommen. Das war top, muss ich sagen. Und das haben wir auch gemerkt, laufende Spiele, obwohl natürlich deutlich mehr Schotten waren. Das ist für die Jungs, das darf man nicht vergessen, dass nicht alle meine Jungs da Profis werden. Diese Tage, da erinnern die sich drauf zurück in 10 oder 20 Jahren. Und das ist das, was ich schon vom Spiel gesagt habe. Das ist doch das im Leben, was wir haben wollen. Wir wollen irgendwas schaffen, wo wir uns hinsetzen, dann können wir drauf zurückblicken. Und das haben die heute wieder geschafft. Und da bin ich einfach noch glücklich drüber.